Herzlich willkommen zur diesjährigen World of Trading. Verzeihen Sie mir noch, ich habe noch einen Bonbon im Mund, weil die Stimme so ein bisschen kratzt, beziehungsweise der Hals kratzt. Mein Name ist Giovanni Ciccivelli. Wer mich noch nicht kennt, ich bin seit jetzt 21 Jahren, trade ich mein Vermögen oder versuche ich mein Vermögen so zu traden, dass ich davon leben kann. Für das Finanzamt betreibe ich die private Verwaltung meines eigenen Vermögens. Für uns hier auf der Messe bin ich nichts anderes wie ein Daytrader. Ja, ich liebe das Daytrading, ich mache das schon jetzt eine gewisse Zeit, überwiegend in Aktien. Dann fing es auch irgendwann mal an mit Forex-Markt, und zwar fing es genau 2009 an mit Einführung der Abgeltungssteuer. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe dann dieselben Steuern bei Devisentrade bezahlt wie vorher im Aktienbereich. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und Tickmill hat mich gefragt, ob ich einen kleinen Vortrag halten möchte bezüglich der neuen, ja, ich sag mal, der neuen Hebelanforderungen, wie sich das Tradingverhalten da geändert hat und so weiter, ob das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil ist für Trader. Ja, früher hatten wir ja Hebel bis 500 zu 1, jetzt haben wir nur noch 30 zu 1 und da werde ich gleich drauf eingehen. Habe das Ganze ein bisschen auch nicht so kompliziert gehalten, weil da könnten wir ganz tief in die Materie gehen, sondern einfach nur, was bedeutet das allgemein. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fragen Sie mich bitte einfach so. Ich bin kein Redner, ich bin ein Trader. Normalerweise sitze ich vor 8 Monitoren und ab und zu halte ich auch gerne einen Vortrag. Also das Thema, kann man mit kleineren Hebeln wirklich ein besserer Forex-Trader werden? Als diese ganze Diskussion auftrat, dass neue Hebelregularien oder Margin-Anforderungen eingeführt werden sollen, kam ganz vielen Tradern, oh mein Gott, kann ich denn da noch traden? Ja, geht das überhaupt noch? Kann ich noch überhaupt so viel Kapital handeln und hebeln, dass ich da vorankomme und? Oder wird das Trading vielleicht sogar für mich komplett vorbei sein? Das muss ich leider kurz zeigen. Risikohinweis, lesen Sie es ganz kurz durch oder tun Sie zumindest so. Und haben Sie alle gelesen, ne? Super. Wunderbar. Also, worum geht es so? Traden wie die Big Boys? Da geht es eher um Gedankengänge. Ja, warum, was wollen wir eigentlich als Trader? Was ist das Ziel, was wir erreichen wollen? Also dann reden wir kurz über die alte Welt der großen Hebel, die neue Welt der kleinen Hebel und einen Realitätscheck. Ich muss leider ein bisschen schnell machen, weil wir hier sehr zeitgetrieben sind und die uns dann genau pünktlich rausschmeißen. Was sind denn die Gedankengänge, ich sage mal, der heutzutage der vielen, vielen YouTube-Trader, wie ich sie gerne nenne, oder der Fans, die auf YouTube irgendwelchen Träumen hinterherlaufen? Das wollen wir doch alle, ne? Wir wollen traden, damit wir uns ein tolles Auto leisten können. Wir wollen doch nur traden, um vielleicht eine Yacht zu kaufen, tolle Urlaube. Das sind doch die Gedankengänge, die da suggeriert werden. Ne? Mache ich auch jeden Tag, nichts anderes? Nein. Was wir wirklich wollen, ist Freiheit und Unabhängigkeit. Das war zumindest, was ich wollte damals. Ja, in meinen Anfangszeiten als Trader wurde ich von drei Handelshäusern hier in Frankfurt eingeladen. Die haben mir wirklich den roten Teppich ausgefahren, die haben mich hofiert, die haben mir Jobs angeboten und Firmenwagen und das ganze Programm. Aber für mich war einfach wichtig, sorry Leute, das war alles schön und gut, aber A, würde ich nicht nach Frankfurt ziehen wollen, ist nicht unbedingt meine Lieblingsstadt, und B, ich verliere meine Freiheit und Unabhängigkeit. Ich möchte entscheiden, ob ich heute eine Stunde, eine halbe Stunde, 10 Stunden, 14 Stunden trade, ob ich heute überhaupt trade, ob ich heute in Urlaub fahre oder nicht. Das war für mich ein Gut, das extrem wichtig war. Und deswegen wollte ich mit dem Traden unbedingt irgendwie erfolgreich werden. Damals konnte man das Ganze noch weniger erlernen wie jetzt. Jetzt gibt es Vorträge, es gibt Messen, es gibt kostenlose Bücher, Webinare. Bücher kostenlos nicht, oder im Netz vielleicht. Aber es gibt Webinare und so weiter. Damals gab es das alles nicht. Also es war noch mehr ein Learning by Doing, als es das jetzt ist. Aber das war immer für mich ein wichtiger Punkt, Freiheit und vor allem unabhängig zu werden. Ich wollte immer mein eigener Chef sein. Ja, und das sind, glaube ich, die Gedankengänge, die man haben sollte. Klar, genießen, erleben, genießen ohne Chef. Dann natürlich, wenn es geht, soll die Börse den Lebensstil finanzieren. Also wir sollten alle, oder ich sage immer zu den Leuten, wenn sie mich fragen, Mensch Giovanni, ich habe einen Job und so, aber Trading begeistert mich so sehr, ist mein Hobby, ich würde das so gern ausüben. Was muss ich denn da dabei verdienen? Und dann ist so, ja, meine Standardaussage, du solltest das Traden, ja, das Ding stört. Aha. Du solltest das Trading wirklich erst langfristig durchziehen, wenn du mit dem Trading Minimum das Dreifache verdienst wie in deinem normalen Job vorher. Ja, das Trading jetzt zu praktizieren und dasselbe zu verdienen wie vorher, macht überhaupt keinen Sinn. Warum? Weil A, muss dieses Risiko irgendwo bezahlt werden, B, kann ich krank werden, werde nicht bezahlt,
Wenn ich Urlaub mache, werde ich nicht bezahlt und, und. Ja? Also ich brauche einen gewissen Vorteil gegenüber dem normalen, in Anführungszeichen, sicheren Job. Ja, das sollte auch das Ziel sein. Warum? Ich möchte mir auch Rücklagen aufbauen, ich möchte mir ein besseres Leben finanzieren oder genießen können und. Also muss das die Börse irgendwie schaffen. Und einige, die richtig Passion haben, die wollen einfach im, vor allem im FX-Bereich so gut traden wie die FX-Händler in London. Und man muss einfach sagen, dort spielt die Musik, was FX-Trading angeht. Es kommt nicht aus den USA wie im Aktienbereich oder Future-Bereich, sondern es sind die Jungs in London, die da den Ton angeben, weil die einfach unglaublich viel Kapital dort bewegen. Was braucht es denn für den großen Traum? Das Trading-Kapital. Logisch. Ohne das geht nichts. Egal erstmal, wie hoch das Ganze ist oder wie klein das Ganze ist. Klar, hohe Gewinne, habe ich jetzt mal extrem ausgedrückt. Eigentlich müsste da nur Gewinne stehen. Logisch. Ja, es ist halt ein Thema, das ist ein Motivationsthema, da würden wir dann ins Thema Trading-Psychologie einsteigen. Ganz wichtig, ein wirklich fairer Top-FX-Broker. Tickmill ist wirklich einer von. Das erzähle ich nicht nur so, weil die mich jetzt gebucht haben dafür, beziehungsweise ich einen Vortrag für Tickmill mache. Aber schauen Sie sich doch einfach mal, googeln Sie mal und schauen Sie sich mal die letzte Bilanz von Tickmill an. Da sagt er, ich kenne keinen Broker, der ein so hohes Eigenkapital hat und das immer und immer wieder reinvestiert in seine Technologien. Ja? Klar, die Hebel, darüber reden wir vor allem gleich, und Gewinnstrategien. Also ich brauche natürlich für das Trading eine gewisse Strategie. Die kann ich mir bei keinem abgucken. Ich wiederhole das gern noch 10-mal. Ich kann sie mir nicht abgucken. Sie können auf 1000 Vorträge heute gehen, da unten irgendjemand, der Ihnen sagt, wenn Sie so traden, sind Sie erfolgreich. Funktioniert nicht. Ich würde niemals jemanden neben mich setzen, auch 3 Monate oder 6 Monate nicht, und sagen, trade genauso wie ich oder versuche zu traden wie ich und du kannst das. Ja? Blödsinn. Warum? Jeder Kopf ist anders. Und beim Trading ist 30% des ganzen Risk Management, Strategie, Money Management und so weiter. Und 70% des Trading spielt sich ausschließlich in Ihrem Kopf ab. Meine ganz feste Meinung. Und da kommen Emotionen wie Gier, Angst, Hoffnung und auf. Und zwar in dem Moment, wo Sie Ihren Geldbeutel auspacken, aufmachen, den Einsatz in den Pott legen. Wie beim Pokern. Ab dem Moment kommen schweißige Hände. Der eine raucht mehr, der andere trinkt mehr, der andere trinkt 1 Liter Cola, dann noch einen 2. Liter Cola. Weil einfach diese Emotionen aufkommen. Wenn ich jetzt nur das Thema Stop-Kurs oder Risk-Management kurz erwähne, sehe ich schon ein paar Nicken, dann ist es einfach bei jedem anders. Ja? Warum? Weil sofort, wenn ich im Verlust bin, das Thema Hoffnung aufkommt. Anderes Thema. Also Gewinnstrategie. Ich brauche meine eigene Strategie und die muss ich leider durch Learning by Doing finden. Ich sage leider, weil es zum Teil auch ein Leidenskampf ist und der ist meistens von Verlusten geprägt. Immer wieder. Also, was haben die Big Boys denn? Habe ich denn im Vergleich zu denen zu wenig Kapital für die großen Gewinne? Also, die Jungs dort, die bewegen nun mal täglich Millionen. Ja? Muss ich denn auch dazugehören? Brauche ich einfach, muss ich viel bewegen, um einfach mir ein Stück Kuchen rauszuschneiden? Wir kommen immer wieder zu dem Thema Hebel und Margin dann. Also, die Handelshäuser dort haben natürlich tiefe Taschen. Klar, die können Summen bewegen, von denen können wir Private nur träumen. Ja, so, deswegen haben wir gegenteilige Voraussetzungen. Ja, uns fehlt nun mal das große Kapital für diese Position. Ist völlig normal, deswegen haben wir es früher geliebt, wenn wir 100er, 200er Hebel hatten. Toll, ja, mit 10.000 Euro auf dem Konto konnte ich Millionen bewegen. Hört sich erstmal super an. Ja, braucht die Millionen nicht auf dem eigenen Konto, sondern ich kann mitmischen. Überlegen Sie mal, was Sie bewegen konnten, wenn Sie 100.000 auf dem Konto hatten und einen Hebel 500 zu 1. Das macht schon Spaß. Aber leider auch in jeder Hinsicht. Ja, und zwar gegenteilig. Ja? Ist so. Also, wie verbessere ich die Kapitalausstattung? Mein Vermögen noch mehr einsetzen, meine ich mit größer Handeln? Ist das der richtige Weg? Fragezeichen. Was sage ich immer zu den Leuten? Fragen mich, Giovanni, wie viel meines Vermögens sollte ich denn fürs Trading einsetzen? Und dann hören Sie vielleicht oft den Spruch, ja, das solltest nur das einsetzen, was du, wenn du es verlierst, auch verkraften kannst, verlieren kannst. Ja? So wie in der Spielbank. Geh nur mit dem Geld hin, was du auch verlieren kannst. Ich weiß nicht, wie es mit Ihnen geht, aber ich habe kein Geld zum Verlieren. Wenn ich verliere, dann bin ich schlecht drauf. Ja? So geht es mir zumindest. Aber so ein bisschen Wahrheitsgehalt ist schon dran. Sie brauchen schon Kapital, dass Sie nicht, oder wenn Sie es verlieren, dass Sie nicht ruiniert. Also wenn jemand ein Gesamtvermögen von 50.000 Euro hat,
macht es nicht so viel Sinn, mit 50.000 Euro an die Börse zu gehen, egal ob das FX oder sonst was ist. Warum? Weil sie automatisch in dem Moment, wo sie das handeln, Angst haben, es zu verlieren. Und dann Angst haben unterbewusst, wie geht es denn dann weiter? Und das hemmt sie und dann sind wir wieder bei der Kopfsache. Immer das Gleiche. Sie landen am Ende immer beim Kopf. Also habe ich nur die Möglichkeit zu sparen oder einen Kredit aufzunehmen. Gibt es noch Leute, die Kredite aufnehmen zum Traden heutzutage? Boah, Gott sei Dank. Ja, tatsächlich? Richtig? Ja, das stimmt. Okay, aber das ist was anderes. Ja. Aber früher gab es wirklich Leute, die Kredite aufgenommen haben zum Traden. Ne? Gab es so, vor allem in den Zeiten des neuen Marktes. Da gab es einige. So ganz einfach. Ja, die paar Zinsen, die ich an die Bank bezahle, kriege ich doch am Markt sofort wieder raus. Mhm. Naja, und wenn Sie jetzt nicht das Glück haben, Sohnemann einer sehr reichen Mama oder Papa zu sein, die dann sagen, oh, Konto leer, füll mal wieder auf. Wenn Sie nicht dieses Glück haben, dann bleibt nun mal nichts anderes übrig, als mit kleinem Konto zu traden, mit einem Kapital, das für einen verkraftbar ist, oder halt zu sparen. Und natürlich einen Broker zu finden und den Hebel zu nutzen. Sind wir wieder beim Thema, und zwar jetzt, der großen Welt, die alte Welt der großen Hebel. Entschuldigung, das kratzt die ganze Zeit. So, Hebel erhöhen das Handelskapital. Haben wir gerade schon angesprochen. Klar, was ich alles machen kann oder konnte mit wenig Geld auf dem Konto. So, dann habe ich natürlich Handel auf Margin. Das spart Eigenkapital. Ich musste das nicht immer komplett einsetzen, sondern nur einen gewissen Bruchteil davon. Ist genau das Gleiche. Ob ich jetzt Hebel oder Margin nenne, ist genau das Gleiche. Also konnte ich wahnsinnige Positionen bewegen. Und das konnte man dann sehr schnell feststellen, oder? Klar, wenn ich große Positionen bewegen kann, dann fällt das, der Gewinn bei der gehebelten Position nun mal viel größer aus. Machen diese großen Hebel denn erfolgreich? Also, um es mal genau darzustellen, die Regeln bis Juli 2019. Maximal 500:1 für alle Hauptwährungen. Hat jemand schon mal mit so einem Hebel gehandelt? Seien Sie ehrlich, ja, eine Hand geht hoch. Ja. Wie empfanden Sie das? Entspannt oder? Entspannt ist man nicht so. Ja, genau. Voilà. Aber das sehen halt viele leider nicht so. Die sagen sich, die meisten denken dann wirklich, ja klar, ich kann einfach viel mehr bewegen, ich kann viel schneller Gewinne machen und mein Konto kann viel schneller wachsen. Stimmt ja. Aus 1.000 Euro kann ich sehr, sehr schnell 5.000 machen, aber ich kann gar nicht so schnell schauen, wie die 1.000 Euro wechseln. Ja, und das ist halt der Nachteil bei dem Ganzen. Ja. Sie sehen selbst, ich brauche das gar nicht vorlesen, was für die Nebenwährungen oder Rohstoffe waren, aber das finde ich auch immer wieder, und deswegen schreibe ich es hin, faszinierend. Mit einem 5.000 Euro Konto konnte ich halt das bewegen. Ja, und zwar jeden Tag und immer und immer und immer wieder, zumindest solange die 5.000 da waren. Ja? Hm. Hier mal ein Vergleich zu einem ungehebelten Forex-Trade. Also wenn Sie den Trade jetzt machen würden, wirklich ohne einen Hebel einzusetzen, was eigentlich gar nicht geht vom System her, aber rein theoretisch, dann hätten Sie halt mit einer 5.000er Kontogröße den Euro-Dollar gekauft bei 1,09, hätten diesen Einsatz dort gehabt und verkauft halt bei 1,10, und hätten halt 50 Dollar gewonnen, beziehungsweise 45 Euro Gewinn gemacht, bei einem ungehebelten Trade. Und genau das ist leider den meisten FX- oder CFD-Tradern zu wenig. Gier frisst Hirn. Ich handle im Aktienbereich immer ungehebelt. Immer. Es gibt keinen Trade, der bei mir gehebelt ist, weil ich die Aktie physisch trade. Long wie short. Also ich kann jede Aktie ohne ein Derivat shorten. Und da sieht das immer so aus, da begnügt man sich halt mit kleineren Summen, dafür halt öfter. Und was war bei, es passiert mit einem größeren Trade. Wahnsinn. Ich konnte natürlich einen Gewinn einfahren, der um einiges höher liegt. Ne, mit einem 5.000er Position konnte ich das X-fache gewinnen. Hört sich einfach unglaublich verlockend an, aber genau da haben sie den Riegel vorgeschoben. Warum? Weil die meisten Leute einfach ihr Konten vernichtet haben. Und zwar ohne Ausnahme.
So. Hohe Kapitalhebel sind ein starkes Werkzeug, um die Performance eines Trades zu erhöhen. Aber, und das ist das Wichtigste, jeder Plan sich auf, bergen sie auch hohe Risiken. Und um dem zu umgehen, tut mir leid, wurden neue Regeln eingeführt. Und jetzt ist die Frage, habe ich hier eine Entmündigung oder eine Chance? Bringt es mir was? Kann ich das Ganze auch positiv sehen, um mich einfach zu entwickeln? Und meine Meinung ist ganz klar, ja, das war das Beste, was wir machen konnten. Und zwar für die vielen, vielen kleinen, ich sage mal YouTube-Längemenge, die irgendwelchen Leuten auf YouTube folgen und die meinen, dass Geld verdienen an der Börse doch so einfach wäre. Ja, wenn es so einfach wäre, dann könnte auch jeder ins Casino gehen und auf Rot oder Schwarz setzen. Das sagt uns immer die goldene Regel, meistens gewinnt die Bank. Und hier ist es halt so, an der Börse, dass meistens die Leute halt das Geld verloren haben. Warum? Aufgrund des Kopfes. Also das war das Beste, ausbildungstechnisch sage ich immer, was sie machen konnten. Warum ist das so? Erstens mal ganz klar, ich kann nur kleinere Positionen handeln. Hier ist ein Sternchen. Wer weiß, was die Margin-Close-Out-Regel ist? Ich habe das jetzt mal nicht mit einbezogen, aber es gibt noch eine Regel, die besagt, dass die Marge nicht mehr unter 50% fallen darf, bevor der Broker handeln muss, reagieren muss, was ihre Position angeht. Früher konnte die Marge auf 10% fallen und der Broker war dann erst vielleicht gezwungen, ihre Position aufzulösen, damit sie nicht ins Negative fallen. Jetzt ist schon bei 50% der Fall. Was schon mal Kapitalschiss, erstens. Und zweitens, sie können nicht noch mehr ihres Kapitals verlieren. Fragen? Nee, weiß ich was sagen. Also, Margin-Close-Out-Regel ist nochmal ein zusätzlicher Schutz und vor allem für dafür negativer Saltoschutz. Und dann, jetzt habe ich eine standardisierte Risikowarnung und vor allem mehr keine Handelsanreize. Dieser hohe Hebel war natürlich ein Handelsanreiz. Der hat mich natürlich dazu verleitet, Trades zu machen, die ich normalerweise nicht machen würde aus Risk und Money Management. Technischen Gründen. Die sind jetzt nicht mehr da. So, was habe ich denn jetzt mit dem 30:1? Genau dasselbe wie vorher, nur das Ganze halt weniger gehebelt. Ich mache viel weniger Gewinn. Aber was bedeutet das für mich? Weniger Gewinn zu machen ist erstmal ein Nachteil. Mensch, bis ich hier mit meinem kleinen Konto vorwärts komme, das kann dauern. Und nicht jeder Trade wird so aufgehen wie der. Also, kleinere Kapitalhebel erhöhen zwar die Margenanforderungen und wirken sich auf die Höhe der Gewinne aus, aber sie reduzieren enorm die Risiken. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema zurück, Handelskapital. Wenn Sie nicht das Glück haben, unendliche Ressourcen zu verfügen, was das Kapital, was das Geld angeht, dann ist die wichtigste und goldene Regel, beim Traden schützen Sie Ihr Kapital. Oder? Anders ausgedrückt, schützen Sie Ihr Handelswerkzeug. Der Handwerker, der seine teure Hilti-Bohrmaschine kauft, der geht mit der auch pfleglich um. Und er sollte der Trader mit seinem Handelswerkzeug, und das ist nun mal vornehmlich sein Kapital. Es gibt nichts Wichtigeres. Wenn das weg ist, kann ich nicht mehr weiter traden. Außer, wie gesagt, ich habe genug Ressourcen. Ja, und das sollte immer das Wichtigste sein, und zwar noch wichtiger, als Gewinne erzielen zu wollen. Ja, wirklich, Regel Nummer 1, schützen Sie bitte Ihr Kapital. Und wenn Sie nicht traden, bedeutet das auch, Sie haben kein Geld verloren. Sie müssen sich sicher sein. Erhöht denn so ein hoher Hebel die Gewinnchance? Nein, die Mehrheit verliert nun mal Geld. Ist so. Haben wir schon festgestellt. Hebel beeinflussen diese Tatsache nicht. Da muss man hinkommen. Das zu verstehen, dass der Hebel damit nichts zu tun hat, sind ganz andere Faktoren. Und hohe Hebel verkürzen die Zeit, bis Konto leer ist. Also, kleinere Hebel schützt vor Totalverlustrisiko.
Und als die Leute dann verstanden haben, oder die Trader, die dann wirklich dabei waren und dann auch mit den neuen Regularien und mit den neuen Hebeln weitergetradet haben, verstanden, Mensch, stimmt, ist was dran. Ja, vor allem in Risk Management. Ja, diese neuen Regeln helfen mir sogar bei meinen Traden. Warum? Ich kann, klar, ich habe jetzt einen größeren Kapitaleinsatz für den gleichen Gewinn. Erstmal, das ist eher ein Negativeffekt, aber ist nun mal so. Dann werde ich auch verantwortungsbewusster. In dem Moment, wo ich mehr einsetzen muss, gehe ich nicht so ladifari mit dem Trade um. Ich sage immer ladifari dazu, wir sind ja nur 100 Euro im Einsatz, sind ja nur 100 Euro. Aber wenn ich da 5.000 Euro im Einsatz habe, ist das halt ein anderes. Ja, man schwitzt anders, sage ich mal. Ja? Das ist wie beim Pokerspielen. Je mehr man selbst in den Pott legt, desto mehr schwitzt man bei dem Trade. Oder bei dem Spiel. Doch, kleinere Risiko für vollständigen Kapitalverlust habe ich automatisch. Und jetzt kommt das Wichtigste. Ich habe mehr Zeit zum Lernen am Forex-Markt. Viel mehr Zeit. Weil ich nicht so schnell Gefahr laufe, alles zu verlieren. Ich habe Regeln, die dafür sorgen, dass ich vielleicht sogar ganz wenig nur verliere. Oder in Anführungszeichen wenig. Und wir sind wieder beim Thema Learning by Doing. Ich habe heute, ich bin jetzt seit 3 Stunden hier, ich habe heute ein paar Trader, die schon seit längerem das Ganze machen, gesehen. Die haben alle durch Learning by Doing gelernt. Alle. Nicht ein einziger hat Trading irgendwo gelernt. Alle durch Traden, analysieren und so weiter. Und nur so kann es funktionieren. Nochmal, Sie können 1.000 Seminare besuchen. Machen Sie es gerne. Aber Sie werden merken, am Ende lernen Sie es traden, nur wenn Sie selber traden. Und dann müssen Sie nicht nur Paper Trades absetzen. Da spielt keine Emotion mit. Ja, das können Sie am Anfang machen, um sich vielleicht in die Trading-Plattform oder die Software einzuarbeiten. Um irgendeine Strategie zu testen, machen Sie Paper Trades. Aber irgendwann müssen Sie live traden. Weil nur wenn es in den Fingern kribbelt und nur wenn der Kopf sich einschaltet, werden Sie die echte Trading-Erfahrung machen oder die Trades absetzen, die Sie danach wieder analysieren können, um Ihr Trading zu verbessern. Also kleinere Hebel, größere Chance für nachhaltige Gewinne. Das Risikomanagement sorgt eben hier für die Liquidität. Verlustbegrenzung, wie ich schon vorhin sagte, schützen Sie Ihr Trading-Kapital. Dann, Hebelhöhe nicht Grund für anfängliche Verluste. Das wissen wir auch schon mittlerweile. Und dass der kleinere Hebel Kapitalerhalt schützt. Also, ich habe mehr Zeit zum Traden und Lernen. Wer von Ihnen führt denn ein Trading-Tagebuch? Gehen sogar ein paar Hände hoch. Super. Kennen Sie das, wenn Sie dann so Tage haben, wo Sie mehrere Trades gemacht haben? Und ich weiß nicht, wann Sie das Trading-Tagebuch führen, dann noch am Abend. Da haben Sie ja gar keine Lust, die noch alle einzugeben. Ne? Ja, kenne ich gut. Ich habe 3 Jahre lang am Anfang so ein Trading-Tagebuch geführt. Und früher, als ich noch jünger war, hatte ich auch Tage mit 200, 300 Trades an einem Tag. Führen Sie die mal alle da aus. Ja? Oder da gab es ja noch keine Software, die mir das automatisch überträgt. Oder ich konnte zumindest nicht schreiben. Hätte es wahrscheinlich schon gegeben mit Excel oder was weiß ich. Aber es macht richtig Sinn, das zu tun. Ja, wenn Sie nämlich irgendwann, ich sage mal, einen Datenschatz haben mit Ihren eigenen Trades, 500 Trades, 1.000 Trades, es gibt nichts Besseres, was Sie analysieren können. Da können Sie kein Buch der Welt kaufen, was Ihnen eine bessere Aussagekraft über Ihr Trading-Verhalten oder Ihr Trading an sich gibt. Sie können einfach lernen, Fehler auszumerzen. Sie können sogar die guten Trades herausfiltern. Warum? Traden ist am Ende nichts anderes wie Mathematik, und zwar wie Wahrscheinlichkeit. Traden ist reine Wahrscheinlichkeit. Wenn Sie 100 Mal denselben Trade gemacht haben und er ging 80 Mal auf, was wird wohl beim 101. Mal passieren? 80%iger Wahrscheinlichkeit würde der Trade aufgehen. Ist nichts anderes. Wenn ich Daytrade jeden Tag und in News komme, ich bin ein starker News-Trader, versuche ich mich in das hineinzuversetzen, was ich glaube, was wahrscheinlich jetzt passieren wird. Was wahrscheinlich die Mehrheit des Marktes machen wird und wohin die wahrscheinlich den Kurs der Aktie dann hintreiben werden. Ich achte in dem Moment überhaupt 0, gar nicht auf den Chart. Im reinen Daytrading-Aktienbereich jetzt. Ja? Ich rede nicht vom Forex. Okay? Ich versuche mich in Wahrscheinlichkeiten einzuversetzen. Und diese Wahrscheinlichkeiten finde ich heraus, indem ich meine Trades analysiere,
Das kann ich nur, indem ich viele Trades absetzen kann. Und das kann ich nur, wenn ich mit einem vernünftigen Hebel handle und Zeit habe zu handeln. Also Zeit meine ich mit langfristig länger traden kann, länger Trades absetzen kann. Die müssen auch nicht alle erfolgreich sein. Klar sollten sie, sonst macht es keinen Spaß. Ne? Also wir setzen uns ja nicht jeden Tag dahin, um jeden Tag Verluste zu machen. Aber die gehören leider dazu. Ja? Und das versuche ich Ihnen zu vermitteln, dass diese kleineren Hebel kein Nachteil sind, sondern eher ein Vorteil für uns Trader, um einfach diesen Lernprozess länger mitmachen zu können und uns unsere eigene Ausbildung zu bezahlen. Oh, jetzt habe ich schon ein bisschen vorweggenommen. Also mehr Zeit zum Lernen bedeutet, Verluste liegen anfangs in der Regel an den Fehlern, kann ich ausmerzen. Ursache, Fehltrades aufspüren und beseitigen. Das geht mit dem Trading-Journal danach, weil sonst, ich kann mich kaum, wenn ich kein Trading-Journal führe, vor allem am Anfang nicht, werde ich mich kaum 2 Wochen später an den Trade erinnern oder an den 12. Trade des Tages so und so, funktioniert nicht. Ja, das Einzige, was im Kopf bleibt, sind wirklich die extremen Trades, meistens die Verlust-Trades als die Gewinn-Trades. Ja, Sie erinnern sich wahrscheinlich mehr an die schlimmen Tage als an die guten. Völlig normal. Guten ist zwar Euphorie, Adrenalinschub, alles toll, man ist motiviert. Aber das geht nach ein paar Stunden wieder vorbei, weil man sucht schon wieder den nächsten Kick. Also den nächsten Supertrade. Aber die Verlusttrades, die tun weh. Ja, und da kann ich auch, ich schweife ein bisschen ab, ich kann auch nur empfehlen, machen Sie, wenn Sie mal einen richtigen Verlust machen, seien Sie nicht trotzig und versuchen Sie nicht auf Teufel komm raus, sofort weiter zu traden, um diesen Verlust wieder reinzuholen. Sondern schalten Sie mal die Kiste ab oder werfen Sie sie aus dem Fenster, das ist ja ganz extrem, damit Sie nicht traden können für ein paar Tage und machen Sie nichts. Also ich habe das leider immer noch, wenn ich mal einen Verlust mache, aber es gab Tage, ich werde den Trade nie vergessen, Siemens. Und ich meinte mal, in der Siemens-Aktie Recht haben zu wollen. Ich habe Recht in der Siemens im Vergleich zu, keine Ahnung, wie viel Profi-Tradern und Fonds und Hedgefonds und wer auch immer da an dem Tag das alles gehandelt hat, aufgrund einer Siemens-Quartalszahl-News. Und dann verlieren sie an einem Tag halt 80.000 Euro. Kann passieren. Aber als Cicivelli für 80.000 fand er gar nicht witzig, wenn er 2 Tage später im Gewinn gewesen wäre. Da haben wir es ja schon wieder. Ne? Modus Hoffnung. Aber ich trade rigoros, steige ich dann irgendwann aus. Ich war an dem Tag auch schon über 200.000 Verlust, aber ist egal. Habe ein bisschen aufgeholt. Nein. Daran erinnern Sie sich einfach. Aber ohne Trading, aber das ist nur eine Erinnerung. Ohne Trading-Journal werden Sie sich nicht an die normalen Trades erinnern, die Sie brauchen, um Ihr Trading zu verbessern. Also, kleinere Hebel verschaffen Zeit. Zeit ist die Freundin des Traders auf dem Weg zur Profitabilität. In Klammern, sofern ich nicht endlose Ressourcen habe. Ich hatte sie nicht. Ich hatte mal mit 20.000 D-Mark, war mein Startkapital durch viele Ferienjobs und Geschenke erarbeitet und dann innerhalb von, ich glaube, 6 Wochen erstmal halbiert. So fing das damals an. Und ich habe sogar ich war noch in der Ausbildung als Bankkaufmann bei einer großen deutschen Privatbank. Die Banklehre habe ich dann geschmissen, wirklich aufgehört, also abgebrochen. Weil ich meinte, wow, was die alle in Frankfurt können, das kann ich doch schon lange aus meinem Kinderzimmer. Und mach das jetzt mal. Jetzt stellen Sie sich die italienische Mama vor, ne? Die hat mich fast geköpft, gevierteilt und sonst was. Alles auf einmal, wie kann ich mich denn da hinsetzen und spielen? Für die war das ja ein Spiel, die dachte, ich mache da Computerspiele oder sonst was. Und dann hatte sie erst recht, war sie natürlich der Klügere oder erst recht gab es nochmal eine drauf, als ich dann die Hälfte verloren habe. So, ich hatte doch recht, ne, habe es doch gleich gesagt, Sohn. Und ich so, ja Mama, ich kann ja immer noch studieren. Für irgendwas muss ja dieses Abitur gut gewesen sein. Und dann habe ich gesagt, okay Giovanni, entweder gehst du jetzt studieren oder du setzt dich hin. Und du musst das irgendwie lernen, du musst eine Strategie finden, du musst einen Tradingplan da. Aber das war genau das Gleiche. So, 7 Monate später habe ich dann meine Mutter wieder in mein Zimmer gerufen. Und habe gesagt, guck mal hier, da musst du hingucken, Mama. Nein, nicht da ist der Kontostand. Da hatte ich meine erste 250.000 auf dem Konto und seitdem war Ruhe. Ja, und es funktioniert auch heutzutage noch. Ich kann Ihnen da ein paar Beispiele nennen, die laufen da unten auch rum. Ja, ja ungefähr. Hm. Ah, gut, es waren noch andere Zeiten, rein mit Aktien. Es waren noch die Zeiten des neuen Marktes, aber ja. Hm.
Also, Realität steckt immer noch. Fehler des Traders. Wir haben einfach ganz komplett falsche Vorstellungen. Warum? Heutzutage durch YouTube und Co. wird uns eine Welt suggeriert, die nicht da ist. Es gibt so ein paar Marktakteure oder Coaches, ich kenne die eigentlich fast alle. Vielleicht nicht die Neueren auf YouTube, aber die alten Hasen kenne ich alle. Die sind auch eigentlich alle ganz nett. Aber treffen halt so Aussagen, um ein paar Sachen zu verkaufen und nichts anderes. Ja? Es wird einfach eine falsche Vorstellung suggeriert und der Mensch ist nun mal gierig. Das ist so. Ja? Also keiner macht es zum Spaß. Ich setze mich auch nicht zum Spaß dahin. Das Ergebnis des Tradings ist der Gewinn. Oder das Beobachten, dass mein eigener Kontostand steigt. Nur deswegen sitzen wir am Ende da. Ups, falsche Taste. Dann fehlendes Risikomanagement. Es gibt tatsächlich Leute, die haben heutzutage gar kein Risikomanagement, immer noch. Also mir ist es ja total egal, ob sie nach der 1%-Regel handeln oder was weiß ich handeln, aber haben sie ein Risikomanagement, irgendeine Strategie, die ihre Verluste begrenzt. Wenn sie es nicht schaffen, sich an Stops zu halten, dann muss das irgendwie anders aussehen, dann muss jemand neben ihnen sitzen, der das tut. Keine Ahnung. Aber sie brauchen ein Risikomanagement, unbedingt, das ist essentiell. Das hier, ja, ich habe es mal dazu geschrieben, aber eigentlich ist jeder heutzutage oder sollte jeder, der sein eigenes Geld verwalten möchte, Marktkenntnisse haben. Und mit Marktkenntnissen rede ich jetzt nicht von Charttechnik oder Candlestick oder so und sowas oder wissen, wie man eine Aktie, etwas kauft oder verkauft, sondern man sollte sich jeden Tag auch informieren. Das müssen auch nicht unbedingt Realtime-News-Systeme sein, sondern ein Update jeden Morgen, was macht der Markt, wie stehen die Futures, was haben die Devisen gemacht, also einen globalen Blick über den Markt. Klar, keine Erfahrungen mit funktionierenden Strategie, das ist zwar ein Fehler, aber eigentlich nicht so wirklich, weil am Anfang kann ich das ja gar nicht haben. Ja? Aber hier, Verluste verhindern ist gleich Gewinne erhöhen. Geben Sie mir da recht. Keiner traut sich, ich sehe so ein paar Nicker. Da denkt endlich einer, der was anderes sagt. Ja, weil? Ich meine, es ist natürlich gut, aber letztlich darf man es nicht realisieren. Ohne ein Jahr, also die Verneinung von einem ist noch nicht da. Vollkommen richtig. Ich meine es aber auch anders. Ich meine die Gewinne eben nicht monetär. Für mich ist ein Trader schon derjenige, der es schafft, langfristig keine Verluste zu machen. Schon Gewinner am Markt. Damit kann man sich schon Trader schimpfen. Wirklich. Wenn Sie es schaffen, ein Jahr lang, wirklich, ich rede jetzt nicht von einem Trade im Monat, ne? Aber jeden Tag zu traden und keine Verluste, also damit meine ich, am Ende konstant zu bleiben. Ja, klar, Sie werden Gewinne machen, Verluste machen, aber Ihr Handelskapital bleibt konstant. Sind Sie schon ein Trader? Und dann kommt's. Dann kommen die Gewinne irgendwann automatisch. Warum? Weil sie automatisch unterbewusst ihr Trading verbessern. Wenn sie es analysieren, umso mehr. Das ist so. Trading ist reine Kopfsache und Wahrscheinlichkeit. Und sie werden automatisch Situationen irgendwann erkennen am Markt, wo ihr Bauch sagt, hier gehe ich rein, weil die Gewinnwahrscheinlichkeit ist so und so viel Prozent. Oft werde ich gefragt, Giovanni, warum machst du diesen Trade? Ich kann es oft nicht erklären. Weil ich diese Situation in den 21 Jahren oder was weiß ich, wie lange ich jetzt trade, schon so oft gesehen habe, dass ich unterbewusst weiß, der Trade geht auf. Und er geht dann meistens auch auf. Und das meine ich mit Verluste verhindern schaffen, dann sind Sie schon ein Gewinner. Weil Sie einfach länger am Markt sein können. Und die neuen Hebelanforderungen haben das unterstützen das. Extremst. Länger am Markt zu bleiben. Es geht nur um nichts anderes. Ist zwar, vielleicht ist das schlechter für die Broker am Ende. Vielleicht. Weil sie weniger Trades bekommen, an denen sie Geld verdienen. Ja, erstmal, erste Reaktion. Aber vielleicht ist es doch besser, weil sie Kunden haben, die langlebiger dabei sind, aktiver dabei sein können. Dadurch langfristig mehr Trades. I don't know. Aber für einen selbst ist es definitiv besser. Ja? Hier sehen Sie es ja nochmal auch genau mal die andere Seite der Medaille, was ich mit einem 501er Hebel, was mir da passieren kann.
mit einem 5.000-Euro-Konto. Und das geht so schnell und es ist meistens so. Es ist einfach so. Warum? Weil der Mensch gierig ist und wenn er im Gewinn ist, möchte er den Gewinn nicht unbedingt sofort mitnehmen und rausgehen, weil ich könnte ja noch mehr Gewinn verpassen. Und wenn ich im Verlust bin, oh nee, die Position dreht wieder. Hoffnung. Und aus Hoffnung wird ganz schnell ein größerer Verlust und am Ende ein Totalverlust. Immer. Zigmal gesehen. Ja? So, und hier geht es mir halt anders. Ich habe immer noch Geld zum Handeln. Nochmal. Ja, brauche ich nicht mehr noch weiter erwähnen. Das Schild wurde mir schon gezeigt. Also, da nochmal gegenübergestellt, was die größten Unterschiede sind. Also, die ESMA-Regeln schützen private Trader, die noch nicht profitabel handeln, vor schnellen, massiven Kapitalverlust. Und das ist das Wichtigste dabei. Und so sollte man das Ganze auch sehen. Also, definitiv. Unumgehbares Risikomanagement, klar. Zeit zum Lernen durch kleinere Verluste und Lernzeit bringt Erfahrung. So, papalapap. Ich beantworte Ihnen gerne noch ganz viele Fragen. Ich gehe jetzt zum Tickmill-Stand runter und stehe dort gerne zur Verfügung, wenn Sie, keine Ahnung, über den Markt von morgen reden wollen, wenn Sie eine Glaskugel haben und mir sagen können, wo der morgen steht. Morgen zwar nicht, morgen ist Samstag, aber, ne? Ja, klar. Ja, das sind... Boah, das ist eine super Frage. Ich glaube, das gilt für deutsche Broker. Gilt für deutsche Broker. Aber auch Broker, die ihren Service in Deutschland anbieten. Die können auch woanders sitzen. In dem Moment, wo sie die Lizenz haben, in deutsche Kunden anzusprechen, also marketingtechnisch deutsche Kunden zu generieren, müssen sie das anbieten. Alles andere ist eigentlich verboten. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ob die BaFin das dann durchsetzt, das ist wieder so ein ganz anderes Thema. Ja? Und noch eine Frage? Genau, ansonsten würde ich mich jetzt gerne bedanken und auch entschuldigen, sorry für meine Stimme, aber teilweise ging es gerade gar nicht mehr. Jetzt geht es wieder einigermaßen und ich hoffe, Sie konnten trotzdem ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, ich wollte es nicht zu spezifisch machen und wie gesagt, ich stehe unten zur Verfügung und ja, bedanke mich und wünsche noch viel Spaß und ein tolles Wochenende. Danke. Applaus